Lieber Christian Körner, lieber Uzi Tawi, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich bin sehr beeindruckt von der Menge an Menschen, die sich hier zusammengefunden hat. Das Thema, um das es heute geht, an dem arbeite ich jetzt seit 20 Jahren wahrscheinlich und das liegt mir sehr am Herzen und an dem arbeiten wir als Forschungsinstitut Fibel in Frick und insbesondere dort als Departement für Nutztierwissenschaften auch schon sehr lange und sehr intensiv. Das ist ein sehr breites Thema und ich muss jetzt in 20 Minuten hier sehr viele Punkte anreißen. Ich hoffe, dass das trotzdem fokussiert genug wird und gleichzeitig breit genug, dass ihr alle daraus etwas mitnehmen könnt. Was sind die wichtigen Herausforderungen, die wir mit Nutztierhaltung, mit landwirtschaftlicher Tierhaltung heutzutage global haben? Wir haben eine Reihe absolut gravierender ökologischer Probleme, die durch die Tierhaltung weltweit hervorgerufen werden. Das am häufigsten zurzeit diskutierte Thema sind die Treibhausgasemissionen, insbesondere das Methan aus den Wiederkäuern. Darüber werde ich heute fast gar nichts sagen. Aus dem Grund, dass ich der Meinung bin, dieses Thema überlagert zu stark andere Themen, die nicht weniger dramatisch sind, über die wir reden müssen. Und über diese anderen Themen will ich heute sprechen. Und das eine ist das Stickstoffproblem, das Proteinproblem. Das hat zu tun mit der Frage, wovon ernähren wir unsere Tiere eigentlich, um die Produkte zu bekommen, die wir dann essen. Und damit eng verknüpft ist das Problem der Landnutzung. Und sagen wir besser, des Landverbrauchs, den wir produzieren, um die Menge an Futter zu erzeugen, die wir für die landwirtschaftlichen Tiere brauchen. Und verwandt damit ist die Frage nach dem weltweit vorhandenen Grasland. Das werden Sie sehen, wie erstaunlich viel das ist. Oder man muss eigentlich schon fast sagen, wie erstaunlich viel das war, dass wir derzeit mit dramatischer Geschwindigkeit verlieren. Dazu werde ich nur wenige Worte sagen, weil Christian Körner wird darauf auch noch eingehen. Außerdem haben wir natürlich, und das will ich einfach dazu sagen, mit einer Reihe ganz gravierender ethischer Probleme zu tun, wenn wir über Tierhaltung sprechen. Und wie Christian Körner gesagt hat, wir werden das heute nicht in aller Tiefe und Breite diskutieren können, aber hier auf der Folie soll es stehen und es soll nicht verschwiegen bleiben. Und daraus ergibt sich für uns gerade im biologischen Landbau immer wieder auch ein Dilemma, ein Problem, wie kriegen wir eigentlich diese beiden Aspekte, Tierwohl und eine artgerechte Tierhaltung und gleichzeitig einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen, vernünftig unter einen Hut. Es ist keine Frage, dass wir mit der Futterproduktion für die landwirtschaftlichen Tiere weltweit Wüsten erzeugen, Agrarwüsten, sehr, sehr große Monokulturen, vor allen Dingen in Lateinamerika, aber auch in Nordamerika, zunehmend auch in China zum Beispiel. Und zwar vor allem für den Anbau von Soja. Wir brauchen gewaltige Mengen von Soja, um Schweine, Geflügel und Rinder zu füttern. Und die Flächen für den Anbau sind dermaßen groß, dass die in Europa, wenn wir jetzt auf Europa schauen, vorhandenen Ressourcen dafür bei weitem nicht ausreichen. Und wir sehr großen Landanspruch stellen an andere Länder in Übersee, die für uns das Tierfutter produzieren. Das bedeutet aber auch, dass wir tausende Tonnen Soja und mit dieser Soja tausende Tonnen Stickstoff in Form von Protein, und darum geht es, transportieren, translozieren aus Übersee nach Europa, das hier an unsere Tiere verfüttern und dann schließlich über deren Ausscheidungen, über deren Exkremente in unsere Ökosysteme einleiten. Das, was Sie hier sehen, ist eine Grafik, die zeigt, wie viel Stickstoff in den letzten Jahrzehnten und ja, bis 2013 importiert worden ist in die Schweizer Ökosysteme. Und ich muss diese Grafik kurz erklären. Das Erste, was wichtig ist, sind diese hellgrünen Balken, die höchsten, die da oben rausragen, hier vor allen Dingen in den 90er Jahren. Das ist der Stickstoffimport mit künstlichen, mineralischen Stickstoffdüngern, die in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt werden. Und da hat man dann
irgendwann erkannt, dass wir durch diese massive Überdüngung der landwirtschaftlichen Flächen, eben auch die Seen, die Flüsse und schließlich die Meere, die Ökosysteme überdüngen. Und das ist ein massives Problem, ein massives ökologisches Problem, weil Überdüngung begünstigt die einfachen Organismen, begünstigt Mikroorganismen, Algen. Dann haben wir Algenblüte in einem Gewässer und dies verdrängt die komplexeren Organismen. Das heißt, die Folge ist eine biologische Vereinfachung und eine biologische Verarmung an Arten. Und es gibt Forscher, die sagen, dieses Problem der weltweiten Stickstoffüberdüngung ist in Bezug auf die Ökologie dramatischer als der Klimawandel. Darüber kann man sicher streiten. Ich will damit nur sagen, es ist dramatisch. So, jetzt hat man das erkannt und hat dann im Verlaufe der 90er Jahre durch agrarpolitische Maßnahmen, durch Verbesserungen im Ackerbau geschafft, den Import an Stickstoff über Mineraldünger deutlich zu reduzieren. Sie sehen, wie diese hellgrünen Balken immer niedriger werden. Und das ist nicht unerheblich. Da hat die Schweiz mehr geschafft als viele andere europäische Länder. Schade nur, dass, wenn man dann ab Beginn der 2000er Jahre schaut, andere Balken, nämlich diese hellorangen, deutlich ansteigen, und zwar ungefähr um den gleichen Betrag, was wir auf der Kunstdüngerseite gespart haben. Und das ist der Import von Futtermitteln. Das ist der Stickstoffimport über die Futtermittel. Das heißt, das, was wir auf der einen Seite geschafft haben, haben wir auf der anderen Seite über die Futtermittel mit dem Arsch wieder umgestoßen. Warum? Erstens, weil der Bedarf an tierischen Produkten nach wie vor ständig steigt. Zweitens, weil wir ein Problem gehabt haben, ein massives Problem mit BSE 2001 und daraufhin die Verfütterung von tierischen Produkten, also vor allen Dingen von Nebenprodukten aus den Schlachtungen, an alle Tierarten verboten worden ist. Und um die Stickstofflücke, die Proteinlücke, die da entstanden ist, zu schließen, musste man umso mehr Soja aus Übersee importieren. So, um nur kurz zu zeigen, auch der Biolandbau ist davon nicht frei. Hier, diese Folie zeigt den Selbstversorgungsgrad für Kraftfuttermittel, für konzentrierte Futtermittel, die wir im Biolandbau in verschiedenen europäischen Ländern einsetzen. Das ist das Grüne. Und das Blaue zeigt insbesondere den Selbstversorgungsgrad für Protein. CP steht für Crude Protein. Der Selbstversorgungsgrad für Proteinfuttermittel in der Schweiz, für Proteinkraftfuttermittel im Biolandbau, ist deutlich unter 20%. Das heißt, deutlich über 80% der Bio-Proteinfuttermittel, die in der Schweiz verfüttert werden, kommen nicht von hier, sondern die kommen aus China. Und weil die Chinesen selber ein Nettoimporteur für Soja sind, weil sie selber mehr verbrauchen, als sie anbauen, werden die Chinesen für jede Tonne Bio-Soja, die sie in die Schweiz exportieren, damit wir hier unsere Schweizer Bio-Schweine füttern können, importieren sie sich eine Tonne GVO-Soja aus Brasilien. So läuft das. Und um nochmal einen anderen Eindruck zu kriegen von der Größenordnung, worüber wir hier sprechen, aus einer Studie, die im Auftrag von Greenpeace gemacht worden ist, der Flächenverbrauch, den Deutschland hervorruft für den Sojaanbau, von dem, wie man da sieht, 80% etwa in Futtermittel gehen. Der Flächenverbrauch, den Deutschland vor allen Dingen in Brasilien hervorruft, entspricht der Gesamtfläche, nicht der landwirtschaftlichen Fläche, sondern der Gesamtfläche des Landes Hessen. Ja, und das ist mit Sicherheit recht repräsentativ für andere europäische Länder und insbesondere für die Schweiz auch, weil die Schweizer bekannterweise gar nicht so viel Ackerland hat. Da stehen immer die Berge im Weg. Wir sind hier also in einem echten Problem, einerseits wegen der ökologischen Probleme, den dieser Anbau in den betroffenen Ländern auslöst, Regenwaldabholzung unter anderem, andererseits wegen des Imports an Stickstoff, an biologisch aktivem Stickstoff in unsere Ökosysteme hier mit den von mir genannten Problemen. Was können wir tun? Ein Lösungsansatz, den wir vom FIBEL her verfolgen, mit Forschung und mit Propaganda, heißt Feed No Food. Füttert kein Material, das eigentlich Lebensmittel für Menschen sei, an Tiere und verbraucht keine Ackerflächen, auf denen eigentlich Lebensmittel angebaut werden könnten für die Produktion von Tierfutter.
Wenn man das so absolut sieht, dann ist das ein relativ radikaler Gedanke, weil, ich sage es nochmal, die Ernährung unserer landwirtschaftlichen Tiere zu einem ganz großen Ausmaß auf dem Verbrauch von Ackerflächen beruht, die eigentlich auch für Nahrung, für direkte Nahrungserzeugung genutzt werden könnten. Kollegen von mir am Fibel haben dann in Zusammenarbeit mit der FAO und mit der ETH eine Modellrechnung gemacht und sich gefragt, was würde passieren, wenn wir das konsequent weltweit umsetzen könnten. Also eine globale Ökodiktatur, die sagen würde, es wird in Zukunft ausgeschlossen, dass landwirtschaftliche Tiere ernährt werden von Futtermitteln, die direkt auf Ackerflächen angebaut worden sind, die für die menschliche Ernährung hätten dienen können. Und das wurde durchgerechnet für ein Szenario aufgrund von den FAO-Zahlen für 2050 mit der Annahme, wir wären hier auf der Erde dann tatsächlich 9,5 Milliarden Menschen. Und die Frage war, eine Frage war, können wir 9,5 Milliarden Menschen unter dieser Prämisse theoretisch ernähren? Und die Antwort ist ja. Um es ganz kurz zu erklären, das Blaue, die jeweils blau eingefärbten Balken und Kreise entsprechen einem Status quo, wo wir ungefähr jetzt stehen. Die rot eingefärbten Balken und Kreise entsprechen einem Szenario, einem theoretischen Szenario, wenn wir so weitermachen wie bisher, mit einer gewissen Intensivierung sogar noch der Landwirtschaft und 9,5 Milliarden Menschen in 2050. Und die grünen Symbole entsprechen der Annahme, wir würden keine Ackerflächen für Tierfutter mehr verwenden. Und ich bitte jetzt zuerst auf diese Kreise zu schauen und da steht einfach die Frage, haben wir gleich viel Kalorien pro Kopf und gleich viel Protein pro Kopf verfügbar unter diesem 2050-Szenario wie jetzt? Und die Antwort ist absolut ja. Das ist jeweils oben drüber geschrieben in total. Die Kalorien sind ungefähr gleich, sogar ein bisschen besser oben in den oberen Kreisen. Und auch in der Verfügbarkeit des Proteins für die menschliche Nahrung würde man unter diesem Szenario gleich gut dastehen, weil man die Ackerflächen, die man jetzt für Tierfutter braucht, ja für die Erzeugung pflanzlicher, menschlicher Nahrung nehmen könnte. Was man dann sieht, ist da unten 11% dieses Anteils in diesem grünen 2050-Szenario, 11% des Proteins wäre noch tierisches Protein für jeden Menschen. Ganz theoretische Zahl. Heutzutage sind es 34. Was würde das bedeuten, wenn wir unseren Konsum auf 11%, also unseren Konsum an tierischen Produkten auf 11% unseres Proteins reduzieren würden? Wo landet man dann ungefähr? Das würde ungefähr 60% tierischem Protein pro Kopf und pro Woche entsprechen. Das wäre ein 250 Gramm Steak pro Woche. Oder das wären 4 Eier. Oder das wären 2 Liter Milch. Man kann auch 1 Liter Milch trinken und stattdessen 2 Eier essen. Man kann das kombinieren, wie man möchte. Ja, und bitte, seien Sie so nett und nehmen Sie eins von den Eiern und geben das Ihren Kindern. Ja, das, was von Ernährungswissenschaftlern vielfach eingewendet wird, ist, die Kinder müssen doch anständig ernährt werden. Gut, teilen wir mit den Kindern. Aber das wäre der Fleischteller, den wir zur Verfügung hätten, unter diesem Szenario. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Frage in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Was würde das bedeuten für ökologische Parameter? Wie würden die sich verändern? Und jetzt sehen Sie wieder, die blauen Balken ist also heute, die grünen Balken ist unser Feed-No-Food-Szenario. Und man sieht, dass in sehr vielen Parametern, also Landverbrauch, N-Überdüngung, also N-Einspeisung in die Ökosysteme, Phosphoreinspeisung in die Ökosysteme, Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, Pestizidverbrauch, überall würden sich im Verhältnis zu heute die Zahlen verbessern. Also wir würden nicht mehr schlechter werden, sondern wir würden endlich mal besser werden unter diesem Szenario. Das wollte ich hier kurz vorstellen. Diese Studie hat einen zweiten Teil, der ist gestern gerade erschienen und der wird im Moment dann auch
relativ publik in der Presse, nämlich da stellen wir die Frage, da haben meine Kollegen die Frage gestellt, wie würde das aussehen, wenn wir gleichzeitig auch noch die ganze Welt auf Bio umstellen? Und die Antwort ist, unter diesem Feed-No-Food-Szenario funktioniert das. Und würde dann zusätzliche ökologische Benefits generieren. So, um jetzt nochmal zu schauen, wovon reden wir? 66% der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche, die wir haben, ist Grasland. Das heißt, das ist Land, das eigentlich ackerbaulich nicht nutzbar ist, das wir eigentlich nur nutzen können mit der Hilfe von Wiederkäuern, welche für uns diese faserreichen Pflanzen, die da wachsen, Gras, Kräuter, verdauen und in Fleisch und Milch umwandeln. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt in Bezug auf die Frage des heutigen Abends. Das ganze vorhergesagte Szenario beinhaltet natürlich, dass wir diese Graslandressourcen auch in Zukunft nutzen und nicht nur nutzen, sondern wesentlich effizienter und nachhaltiger nutzen, als es derzeit global passiert. Und das ist meine und unsere absolute Überzeugung. Diese Möglichkeit, diese weltweite Ressource wirklich auch für die Nahrungsmittelerzeugung zu nutzen, die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und dafür brauchen wir die Wiederkäuer, dafür brauchen wir Tierhaltung. Das würde jetzt noch, da könnte man eine ganze Vorlesungsreihe darüber machen, was hier global für Probleme drinstecken in dieser Graslandfrage, was nötig wäre, um das nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Das hat riesige politische, soziale, ökologische Implikationen. Aber es muss hier einfach so hingenommen werden, dass wir hier eine Ressource haben. Nur als Beispiel Bilder aus dem zentralen tibetischen Massiv in China. So sieht das dort aus und so sieht es in vielen Bereichen in Zentralasien aus, wo wir welche der größten Graslandressourcen der Welt haben. Und wir brauchen dort die Tiere, nicht nur um mit ihnen Lebensmittel zu produzieren, sondern auch um diese sehr artenreichen, sehr kohlenstoffhaltigen Landschaften zu erhalten. Wir haben unter diesen Grasländern, unter diesen Steppen sehr fruchtbare Böden. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Fahne der Ukraine. Da ist oben drüber der Himmel, blaue Himmel und unten drunter der Weizen. Und der ukrainische Weizen, der wächst auf den sprichwörtlichen, sehr, sehr fruchtbaren, fruchtbarsten Böden der Welt, der Schwarzerde. Die Schwarzerde hat sich über Jahrtausende entwickelt durch die Beweidung der Steppe durch Rinder, zuerst wilde Rinder, später dann mit nomadischen Völkern Beweidung, also domestizierte Beweidung. Und der Dung, den diese Rinder dort Jahrtausende lang hinterlassen haben, der hat diese Schwarzerdeböden aufgebaut. Und wenn wir heute über Bodenverlust sprechen, dann müssen wir uns klar machen, was wir verlieren können, das müssen wir erstmal gehabt haben. Wir haben weltweit ganz hervorragend gute Böden, insbesondere dort, wo Wiederkäuer gegrast haben. Und das verlieren wir heute. Warum? Was tun denn die Wiederkäuer? Die haben einen Code, die hinterlassen einen Code, der ja darauf beruht, dass sie faserreiches Material, Gras verdaut haben, sehr gut verdaut haben und trotzdem ganz feine Fasern unverdaut wieder ausscheißen. Und diese feine Faserstruktur, die ist da in dem Kot und die bildet eine Art wie Schwammstruktur mit sehr großer Oberfläche, die eine sehr hohe Wasserhaltekapazität hat und eine sehr hohe Kapazität, Nährstoffe zu halten über Adhäsionskräfte. Und diese Wasserhalte- und Nährstoffhaltekapazität ist eigentlich das, was Bodenfruchtbarkeit begründet. Und was einen Boden auch tragfähig macht, durch eine lange, regenlose Periode im Sommer hindurch fruchtbar zu bleiben, weil er eben Wasser speichern kann. Und das ist das, was wir unter moderner Landwirtschaft massiv verlieren. Weil wir nicht mehr mit Rinderdung die Felder düngen, sondern mit ganz leicht löslichen mineralischen Stickstoffdüngern, die all diese anderen Qualitäten nicht mit sich bringen. Das ist der eine Grund, warum Rinder zur Bodenfruchtbarkeit beitragen.
Warum wir sie also für diese Grasländer brauchen, wir brauchen sie deswegen aber auch im Ackerbau. Ein biologischer Ackerbau basiert auf dem Aufbau von Bodenfruchtbarkeit mit der Hilfe von Rinderdung. Deswegen können wir auch im Ackerbau nicht ganz auf Tiere verzichten. Auf jeden Fall nicht ganz auf Wiederkäuer. Und es gibt einen zweiten Grund. Das ist der, dass wir in einer nachhaltigen Fruchtfolgegestaltung auf Ackerland zwischen den Getreide-, Kartoffel-, Maisfeldern immer wieder in bestimmten mehrjährigen Abständen Kleegras säen, hier in den gemäßigten europäischen Klimaten jedenfalls, Kleegras, um mit Hilfe von dem Klee Bodenfruchtbarkeit zu generieren. Jeder biologische Bauer muss früher oder später Kleegras säen, um den Boden davon zu erholen, was der Weizen, der Mais ihm entzogen haben. Und da geht es vor allen Dingen dann um eine nachhaltige Stickstoffdüngung durch den Klee. Kompliziertes Thema, ist gar nicht so wichtig, es ist nur wichtig, Kleegras fördert die Bodenfruchtbarkeit. Und jetzt brauchen wir wieder jemanden, der das Kleegras frisst, weil das schmeckt einfach nicht als Salat. Und dafür, das verfüttern wir den Kühen. Deswegen brauchen wir in einer nachhaltigen, jedenfalls biologischen Landwirtschaft Rinder. Und deswegen ist es auch in der ackerbaulichen Landwirtschaft möglich, nachhaltig mit der Hilfe von Tieren zu produzieren. Und das Letzte, was ich dazu noch sagen will, bevor der Christian mich abwürgt, ist, dass es noch eine ganze Vorlesungsreihe dazu geben könnte, darzulegen, dass diese Form von Tierhaltung auch absolut tiergerecht und tierfördernd und ethisch nachhaltig ist. Vielen Dank.